Gib es mir. Nice! Wir haben den Enterhaken. Sehr cool. Ich weiß gar nicht, wo uns das Mittelteil hinführt. Also der Teleporter, den man sonst eigentlich immer hat. Aber naja. Gut, erstmal hier wieder lang hüpfen. Das ist schneller. Glaube ich. Und Enterhaken. Zack, zack. Ich liebe den Enterhaken, ne? Geilstes Item, ey. So, und jetzt können wir mit dem Enterhaken uns auch, das Dungeon-Item holen. Müssen wir da hoch eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Ja, nicht das Dungeon-Item, den Boss-Key. Den Boss-Key. Aber das war gar nicht, stimmt, das war gar nicht der Mini-Boss in diesem Dungeon, stimmt. Ach Gottchen, ja. Jetzt weiß ich es wieder. Ach Menschen, Kinders. Gut, hier lang. Treffen lassen. Ach Gottchen. Und, oh lol. Uiuiui. Okay, das war knapp. Ja, es war leicht knapp. Hier bekommen wir jetzt gleich den Boss-Key. Lalalala. Hier hoch. Nice. Zwar kann man jetzt hier diese Leiter ausfahren lassen. Und hier haben wir den Boss-Key. So, jetzt... Ich porte mich einfach mal an Anfang. Mein Kaffee ist leer. Lol. Manno. Ist jetzt nicht so cool. Aber egal. Feder. So, eigentlich brauchen wir jetzt einen Schlüssel, ne? Haben wir nicht sogar? Ne, haben wir nicht. Ich probiere mal was. Zwar brauche ich, glaube ich, jetzt eigentlich einen Schlüssel. Oder? Brauchen wir unbedingt einen Schlüssel? Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich glaube, ich habe diesen Weg des Dungeons auch schon Ewigkeit nicht mehr gemacht. Man kann nämlich jetzt... halt hier lang. Vor den Fischen aufpassen. Oder auch nicht, denn... wenn man raufhüpft, dann... kriegen wir sie? Lol. So. Das besiegen, das besiegen. Aua. Aua. Mann. Und hier kann man doch auch eigentlich irgendeinen Trick machen, oder? Ja, genau. Eigentlich brauchen wir da einen Schlüssel. Aber wenn ich nicht dumm wäre... Ist das dein Ernst jetzt, Maxi? Was ist denn mit dir? Okay, ich mach das mit Stiefeln. Alter, ey. So. Oh, wow. Ich war lange nicht mehr so schlecht. What the fuck? So, zack. Und jetzt einfach hier rüber. Wow, ob ich das jetzt... Ja, okay, wir haben unseren Trank, alles gut. Du bist mich also... Windfisch weg. Ich fresse dich. Boah. Genau, und jetzt... müssen wir halt warten. Bis der endlich mal sein Gesicht zeigt. Da. Wow. Mach das doch auf dieser Seite. Okay. Okay. Ah, das ist halt komplett random, wo der auftaucht. Und wir haben ihn. Nice. Ich glaube, wir haben auch jetzt wieder die Hälfte des Dungeons eigentlich geskippt. Super. Wir haben den Dungeon gepackt, Leute. Und haben das fünfte Instrument. Und ich schenke mir jetzt Kaffee ein. Korallenxylophon. Klingt das nicht cool? Schrein, Inselgeheimnis. Ja, da gehen wir gleich hin. Nachdem wir uns die Zaubermuschel von dem Geist geholt haben.
Oh. Ich weiß nicht, ob das schneller ist, wenn man die ganze Zeit springt, aber... Naja. So, wir müssen da hoch. Und wir holen uns noch eine andere Zaubermuschel, fällt mir gerade auf. Genau. War hier. Habe ich ja gesagt, man kann hier eine Bombe legen. Wir hatten da nur keine Bomben. Zack. So. Wow. Hier lang hüpfen. Hier einmal rum. Hier lang. Zack. Oh, lol. Okay. Sehr gut. Und jetzt können wir nach hier oben. Und hier vor der Vogelstatue. Ist eine Zaubermuschel. Daneben. Okay. Daneben. Hier einfach nur in der Nähe, glaube ich. Random in dieser Nähe. In diesem... Ja, da oben drauf irgendwo. Oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall da bei der Vogelstatue. Ich weiß nicht, ob die immer an dem Fleck da eben war. Oder ist, aber... Auf jeden Fall dort. Gut, dann holen wir uns noch schnell die Zaubermuschel von dem Geist. Und ich glaube, wir geben auch nochmal schnell... Oh, Schluck auf. Noch schnell den Brief ab. Denn von dem bekommen wir, glaube ich, einen Besen, den wir da abgeben müssen. Den bekommen wir... Bekommen wir von ihr eigentlich? Weiß ich nicht mehr. Werde ich dann ja sehen. Gut, wir... Ja. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Ein Angelhaken. Genau, den müssen wir da, dann müssen wir das da und dann bekommen wir die Schuppe und dann können wir das machen. Okay, genau. Alles klar. Gut, wir können uns jetzt, glaube ich, schon ein wichtiges Item holen. Sag ich mal. Ein recht wichtiges Item. Dim, dim, didim, didim, didim. So. Hier hoch. Genau. Hier lang. Und wieder in den Wald gehen. Hatte ich da schon die Zaubermuschel geholt? Ich bin der Meinung, ja. Aus der Truhe. Ja, habe ich gemacht, oder? Habe ich das gemacht? Ich weiß es nicht. Ja, habe ich. Okay. Das war knapp. Dass ich da nicht getroffen wurde, ist ein Wunder. Okay, so, hier lang. Und schnell ins Haus gehen. Von ihm bekommen wir jetzt, glaube ich, einen Besen. Ja, das ist ein Brief für dich. Oh, wer ist das bloß? Sieht ein bisschen aus wie Peach, ne? Ist ziemlich cool, ey. So, dieser Besen ist alles, was ich geben kann, okay? Ja, klar. Ist okay. Wirklich aussieht. Ja. Hat er gesagt, er weiß jetzt, wie sie wirklich aussieht, oder? Na, egal. Oder er will wissen, wie sie wirklich aussieht. Weil er nicht glauben kann, dass das sie ist. Ich habe keine Ahnung. So, wir gehen jetzt auf jeden Fall wieder ins Dorf. Wir müssen eh in die Richtung. Deswegen, das passt ganz gut. Können wir nicht jetzt schon... Okay, ich glaube, wir machen noch was anderes vorher. Und zwar holen wir uns vorher noch das letzte Lied. Wir haben 300 Rubine, genau. Also wir haben genug Rubine, wir haben alle Items, die wir dafür benötigen. Deswegen können wir das machen. Und zwar bin ich ja vorher schon einmal hier unten hingegangen, aber nicht weitergegangen. Weil es war unnötig, hier weiterzugehen. Wir müssen nämlich jetzt hier einmal rüberspringen. Ach genau, und die Schilder lesen. Jetzt die ganze Zeit Schilder lesen. Hier entlang. Wir dürfen uns halt am besten nicht verklicken, weil sonst müssen wir von vorne anfangen. So, jetzt das Schild. Jetzt das Schild hier unten. Geh mal lang hier, genau. Jetzt hier lang. Und hierfür brauchen wir den Enterhaken. Sonst hätten wir hier halt nicht hinkommen können. Jetzt hoch. Zack. So, und zwar ist es dann das Schild hier oben.
ihren langen. Wir dürfen auch kein Schild zweimal lesen. Das wäre nämlich auch dann verkackt. Und das wäre echt doof. So, zack. Zack. Jetzt das Schild hier oben. Jetzt nach ganz links. Das Schild hier. Jetzt runter. Jetzt das nach rechts. Nicht das lesen hier, sondern das hier. Jetzt das hier. Ach Gottchen, ey. Wie die Gegner, ne? Das ist voll nervig. Zack. Bist auch schon wieder da? Hab ich nicht, hatte ich das nicht besiegt? Und wir haben es geöffnet. Ach Gottchen, ey. Hat doch nicht lang gedauert oder so. Und hier. So. Ah, der Musikfrosch. Yeah. Willst du unsere neueste Komposition hören? Lächerliche 300 Rubine, Alter. Jo. Und die, viele finden, dass das der geilste Song ist. Bei euch auf dem Bild sieht das echt komisch aus. Mal ganz schwarz, mal ganz, ganz hell. Naja. Ja, wenn wir diese Melodie spielen, wird etwas zum Leben erwachen. Rein theoretisch können wir, glaube ich, jetzt in den 7. Ballast anstatt in den 6. Bin ich der Meinung, dass, ich weiß gar nicht, ob das geht. Oh. Das war ein nicer Jump. Nicer Try. Aber wir wollen in den 6. Wir könnten uns jetzt natürlich erstmal da oben noch eine Zaubermuschel holen, aber egal. Die holen wir uns jetzt nicht. Wir gehen jetzt nicht hier hin, sondern hier hin. So. Und hier oben war es jetzt, genau. Hier. Ah, nee. Hier ist jetzt die Frau. Eigentlich ist sie in der normalen Stadt, aber die ist jetzt hierhin gezogen irgendwie. Deswegen haben wir jedenfalls einen Besen von ihr bekommen. Oder den Besen bei ihr abgegeben und bekommen von ihr einen Angelhaken. Auch nicht schlecht, muss ich ja sagen. Und diesen Angelhaken müssen wir auch hier in der Nähe abgeben. Und dann ist es alles nur noch hier in der Nähe eigentlich. Glaube ich, ja. Alles nur noch hier in der Nähe. Und zwar hier unter der Brücke. Erstmal können wir, glaube ich, hier oben noch eine Zaubermuschel holen, oder? War das nicht hier? Ja, genau. Zaubermuschel. Sehr cool. Und hier. Hallo. Ey. Was ist denn ernst jetzt? Hallo. Etwa ein Angelhaken? Doch, Mann. Das ist ein Angelhaken. Jo. Ja. Jo, wir kriegen seinen ersten Fang jetzt. Jo, ich drück dir die Daumen, Alter. Heiliger Strohsack, das ist ja riesig! Yeah! Sexy Bikini-Oberteil. Ich glaube, in dem Original. Warte mal, oder. In der DX-Version ist es, glaube ich, was anderes, oder? Oder in der japanischen Originalversion oder so. Ist es, glaube ich, ein Slip oder so? Ich weiß es gar nicht. Oh, man darf bei ihr nicht tauchen, echt nicht? Oh. Mein Bikini-Oberteil, hey, gib es mir sofort zurück. Ich gebe dir auch eine Schuppe von mir. Yo. Hey, ich sagte eine Schuppe. Yo, jetzt haben wir eine Schuppe bekommen. Oder bekommen wir von ihr irgendwas anderes? Ich weiß gar nicht. Ja. Jetzt haben wir die Schuppe. Und diese Schuppe müssen wir in eine nächsten Statue einsetzen, die auch hier in der Nähe ist, Leute. Wer hätte es gedacht? Wer hätte es gedacht? Und dann hätten wir die Sidequest sogar schon erledigt. Haben wir alles Sidequest-mäßig erledigt. Wie viel? Wir haben 18. Und die letzten beiden kriegen wir auch in der Nähe. Die letzten beiden. Ja, wir bekommen das zweite Schwert, bevor wir im 7. Palast sind. Das ist ziemlich cool. Okay, von oben einsetzen. Von vorne einsetzen, meine ich. Wir haben die fehlende Schuppe. Yeah. Ja, hier bekommen wir jetzt Schaden. Wie ihr gerade gesehen habt.
denn dort sind unsichtbare Gegner. Und wir haben die Lupe bekommen, zack, und hier sind Gegner. Die machen halt übel viel Schaden, diese komischen Viecher da. Jetzt haben wir gerade unseren Trank aufgebraucht, merke ich gerade. Mensch, das kann jetzt aber, das ist jetzt doof gelaufen, doch. Das ist jetzt echt doof. Scheiße. Naja, egal. Danke fürs Pushen. Blöde Kuh, ey. So, wir müssen jetzt nicht hier rein. Nein, auch nicht das antatschen. Sollst nicht mal alles anfassen, was da ist, Link. Mann. Hier kommt jetzt erstmal die Eule gleich. Zwei Schreine, einer im Norden, einer hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, yo. Ihr habt da eben oben gesehen. Hier, da oben. Kommen wir später raus. Denn dort ist der sechste Palast, aber da kommen wir vorher noch nicht hin. Zufälligerweise. Ja. Zufälligerweise kommen wir da vorher nicht hin. Bevor wir nicht etwas getan haben. Und zwar... Oh lol, die machen auch Schaden. Ich glaube, hier ist auch irgendwo... Nein? Okay, doch nicht. Okay. Geh mal weg. Geh weg. Ah, die kann man, glaube ich, mit einem Pfeil besiegen, ne? Ja, genau. Okay, mache ich jetzt auch lieber. Nicht, dass die ganze Zeit Schaden bekommen. So, erstmal können wir jetzt... Oh, diese nervigen... Hackviecher, ey. Zack. Erstmal können wir uns hier unten... eine Zaubermuschel holen. Sehr cool. Unsere 19. Jetzt fehlt uns nur noch eine einzige. Und die bekommen wir im 6. Palast. Glaube ich. Außer ich kriege hier gleich noch irgendwo eine. Aber ich bin der Meinung, hier in der Nähe gibt es keine mehr. So. Zack. Hier empfiehlt es sich übrigens wirklich schon, den Bogen zu haben. So, und den hier... müssen wir einfach nur mit den Pfeilen die ganze Zeit abballern. Zack, zack. Und schon haben wir ihn. Ach Gottchen, das war anstrengend. Zack, und wir haben den Maskenschlüssel bekommen. Damit kommen wir jetzt in den 6. Palast. Und hier erfahren wir noch etwas, Leute. Etwas über die Geschichte. Da ist der Windfisch und die Eule. Island Kokolint. Bist du nur eine Illusion? Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfisches. Wächst du den Wind, den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen. Wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Genau. Wir erfahren die Wahrheit über Kokolint. Alles, was hier passiert, Leute, alles, was auf dieser Insel passiert, ist nur ein Traum des Windfisches. Wenn wir ihn aufwecken, verschwindet die komplette Insel. Wir halt nicht, weil wir träumen, wir sind nicht der Traum. Wir können, okay, man weiß nicht, ob Kokolint tatsächlich verschwindet, okay. Ja. Wir gehören natürlich nicht zum Traum, weil wir sind auf dieser Insel gestrandet. Auf dieser Trauminsel. Ich weiß nicht, wie das wirklich passieren kann. Der Windfisch hat, wie es aussieht, ein bisschen magische Kräfte oder sowas. Aber naja. Was soll's. So, kein Bock, Pfeile zu verschwenden. Das nehme ich. Wir kriegen jetzt weniger Schaden. Hälfte des Schadens weniger. Diese ganzen Schleimblobs, ne? Die sind echt ein bisschen nervig, du. Muss ich ja schon sagen. Nein. Oh Gott, oh Gott. Okay. So schnell hier lang gehen. Diese nervigen Blobs, Alter. Diese nervigen Blobs. So. Jetzt erstmal hier lang gehen. Zack. Schaden kassieren. Alles klar. Nehme ich immer gerne entgegen, den Schaden. Was war da links nochmal? Rechts nochmal? Ich muss da gleich mal eben hingehen. Da oben ist eine Fee drin. Von der ich mich gleich einmal gerne heilen lassen möchte. Was war denn hier nochmal? Hier komme ich nur irgendwie